Hey Leute, willkommen zum nächsten Teil von Let's Play OMSI 2. Heute werden wir mal wieder eine Überlandbuslinie fahren. Und zwar werden wir heute auf der wunderschönen Map Edbruck unterwegs sein. Und hier werden wir heute die Linie 4123 vom Bahnhof in Edbruck zur Haltestelle Gestüt in Aszig fahren. Und da werden wir heute circa 25 Minuten bis eine halbe Stunde circa heute unterwegs sein. Und wir starten heute mal wieder mit unserem Bus auf dem Betriebshof. Und zwar steht er noch hier in der Garage. Jetzt könnt ihr hier noch nicht sehen, was für ein Bus ist, aber auf dem Thumbnail werdet ihr ja schon gesehen haben, was es für ein Bus ist, mit dem wir heute unterwegs sein werden. Und zwar ein Mercedes-Benz O307, also ein Überlandbus. Passt ja irgendwie zur heutigen Fahrt, weil heute werden wir nur durch kleine Ortschaften durchfahren und die meiste Zeit so Überlandstrecken fahren. Also so ähnlich wie auf der Map Tettau wird es heute sein. Und dann würde ich sagen, legen wir direkt mal los mit Vorbereitung. Ich kann euch nochmal kurz erklären, wie es jetzt am Anfang sein wird, wo wir langfahren werden zur Ausgangshaltestelle. Weil wir erstmal hier, also das Betriebsgelände hier so verlassen werden, das kleine schöne Betriebsgelände hier in Edbruck. Und dann müssen wir hier zu der Haltestelle und zwar zu Steig 1A heute. Genau hier die 4124 ist zum Beispiel auch eine Linie, die ihr hier fahren könnt. Eine von ein paar Linien, die ihr hier fahren könnt, aber da komme ich später nochmal drauf zu sprechen. Und wir fahren heute übrigens, wie ihr vielleicht auch schon hier oben gesehen habt, heute spätabends oder Gegenabend, kurz nach 18 Uhr. So, wir müssen also hier zu diesem Steig, nur das Problem ist, wir müssen dann in diese Fahrtrichtung dort stehen, kommen aber hier so raus. Das heißt, wir könnten entweder so rückwärts dann da hinsetzen. Ich würde aber sagen, da wir noch genug Zeit haben, können wir hier schon mal eine kleine Runde durch Edbruck drehen, einmal hier so rumfahren und dann können wir da passend an den Steig fahren. So, genau, dann würde ich sagen, legen wir los mit den Vorbereitungen, wählen erstmal den Fahrplan aus. Ich hoffe mal, das Vogelgezwitscher ist hier nicht zu laut im Hintergrund, aber sollte eigentlich noch ganz passend sein. So, Linie ist Hof Edbruck, wir haben drei Umläufe, gucken mal, welcher passt. So, und der letzte ist auch der passende, wunderbar, Edbruck Bahnhof, Steig 1A, das ist der da vorne, den ich euch eben gezeigt habe. 18.24 Uhr geht's da los und das ist dann in, ja, 19 Minuten, das reicht ja auf jeden Fall aus. Und Endhaltestelle Aszig, beziehungsweise die Ortschaft Aszig und dort die Haltestelle Gestüt. 18.58 Uhr, also kurz vor 19 Uhr sollen wir da planmäßig ankommen. Gut, dann nehmen wir einmal den Fahrplan an, wunderbar. Und dann würde ich sagen, machen wir ruhig erstmal das Garagentor auf, damit wir dann gleich mit dem Bus auch hier schon rausfahren können. So, das finde ich auf jeden Fall richtig cool hier bei der Map, dass man hier auf dem Betriebshof, wenn man das Fahrzeug, also sofern ihr halt einen Solobus auswählt, dann könnt ihr den hier auch auf dem Betriebshof platzieren. Wenn ihr einen Gelenkbus auswählt, empfehle ich euch den Bus nicht auf dem Betriebshof zu platzieren, außer ihr habt das Garagentor schon geöffnet, weil wenn ihr einen Gelenkbus auswählt, der passt ja hier nicht in die Garage rein und der hängt dann hier so in der Garage halb drin und fliegt dann durch die Luft und das ist auf jeden Fall nicht empfehlenswert. Dann müsst ihr irgendwo einen anderen Startplatz, anderen Platzierpunkt für den Bus auswählen, wenn ihr einen Gelenkbus nehmt. Aber für einen Solobus, den könnt ihr hier immer in dem Betriebshof hier platzieren und der wird dann immer hier in diesen Garagenteil, also von den drei Garagen, wird er hier in die linkeste Garage hier rein platziert. Und das finde ich auf jeden Fall richtig cool, habe ich bis jetzt noch auf keiner anderen Map gesehen, dass man das so machen kann, dass man den in so eine Garage platzieren kann, wo dann so ein Garagentor ist, was man selber aufmachen kann. Also wir haben ja schon öfters den Bus mal in einer Garage gehabt, in so einem Depot, in so einer Unterstellhalle, aber in so, oder einer größeren Garage, aber nie so eine Einzelgarage für den Bus. Und dann haben wir hier diesen weißen Drücker, diesen Knopf hier. Genau, und da müsst ihr einfach hier so, also ihr müsst in dem Kameramodus F4 sein, indem ihr euch ja so frei über die Karte bewegen könnt. Also nicht F3 oder so, sondern F4. Und dann müsst ihr hier ganz unten so auf diesen Button hier drücken, etwas unten, unterhalb des Buttons, so am unteren Rand, und dann geht hier das Garagentor auf und das wäre jetzt noch so epische Musik und so Nebel und dann erscheint so der Bus dort, genau. Das gleiche geht auch hier für die Garagentore, also ihr könnt auch hier oder ganz hier drüben. Oh, das wäre jetzt... Ne, ich will ja nicht platzieren. Müsst halt richtig klicken. Genau, dann könnt ihr auch hier das Garagentor aufmachen. Auf jeden Fall richtig cool. So, machen wir ruhig wieder zu. Brauchen jetzt nicht auf zu sein. Und genau, dann können wir gleich hier rausfahren, wenn wir den Motor gestartet haben. Finde ich auf jeden Fall richtig cool, dass man das hier so machen kann. Finde ich auf jeden Fall eine richtig coole Idee. Ist richtig gut umgesetzt. Genau, und da seht ihr den schönen O307 von Mercedes-Benz, mit dem wir, glaube ich, bis jetzt auch noch nie unterwegs gewesen sind. Ist aber auf jeden Fall ein sehr schöner Bus. Komme ich später auch nochmal kurz drauf zu sprechen. So, wir haben noch 17 Minuten Zeit. Dann ab mit uns in den Bus. Da ist unser Fahrplan. Ihr seht jetzt nicht allzu viele Haltestellen, obwohl wir ja eine gute Zeit erstmal unterwegs sind. Wir fahren ja auch eine Überlandstrecke, deswegen heute nur ein paar Ortschaften wie Edbruck, Lüdenlagen, Bodenwied, Streldorf, Lüdenzoll und Aszig dann zum Schluss. So, dann starten wir mal den Motor. Erst Bordelektrik aktivieren und Motor starten. Der läuft wunderbar. Der Bus ist hier auch mit Schaltgetriebe ausgestattet, also alle O307 bei diesem Busmod sind mit Schaltgetriebe ausgestattet.
Den gibt es, glaube ich, gar nicht hier mit Automatikgetriebe und ihr braucht das Add-on O305 statt Bus O305, um diesen Bus hier nutzen zu können, weil da dann dieses Schaltwagen-Skript wahrscheinlich her ist. Also weil der im O305 bei dem Add-on, da ist ja auch so ein Schaltwagen mit enthalten. Dem ist wahrscheinlich hier das Skript übernommen worden oder irgendwie so, denke ich mal. Damit hier auch der Schaltwagen funktioniert. So, dann müssen wir noch passend schildern. Das mache ich jetzt mal hier über das Spielmenü. Also Linie ist 4123 und Fahrziel ist Astig. Genau, und über die Linie 4123. Also 4123. Wir gucken nochmal kurz, dass passend geschildert ist. Genau, wir haben eine Matrixanzeige heute hier. 4123 nach Astig. Wunderbar, das passt. Dann können wir ja losfahren. Also, erster Gang, wobei wir könnten eigentlich jetzt auch noch Betriebsfahrt schildern. Egal, das haben wir schon gemacht. Oder Dienstfahrt, besser gesagt, können wir auch machen. Genau. Also dann, erster Gang ist drin. Verlassen wir mal die Garage. Genau, fahren hier aus der Garage raus. So, halten aber nochmal kurz an. Und machen das Garagentor noch gerade wieder zu. Genau, müssen wir nicht die ganze Zeit jetzt auf sein, während wir unterwegs sind. Und jetzt geht's los mit unserer Fahrt. Erstmal jetzt hier zur Ausgangshaltestelle. So, dann gucken wir mal, wie ich mich heute anstelle, hier mit Schaltwagen zu fahren. Ist ja schon wieder ein bisschen länger her, seitdem wir das letzte Mal mit Schaltwagen gefahren sind. So, hier hätte ich jetzt vielleicht noch ein bisschen früher gucken sollen, dass kein Zug kommt. Aber da kommt jetzt zum Glück keiner. Ich glaube, ihr seid gar keiner unterwegs. Ich weiß nicht genau. So, die Leute werden jetzt den Bus schon gesehen haben. Nein, wo fährt er hin? Weil wir werden später in die Richtung hier auch so dann losfahren. Wie ihr seht, fahren wir nämlich dann hier lang und dann aber in eine andere Richtung gleich, anderen Abzweig. Wenn wir dann später die Linienfahrt beginnen. Jetzt fahren wir erstmal zur Ausgangshaltestelle. Also erstmal an der Ausgangshaltestelle in der Nähe vorbei und dann wieder dahin. Aber ich finde es eigentlich ganz cool, wenn wir so erstmal so eine kleine Runde jetzt sozusagen fahren müssen, um dann zur Ausgangshaltestelle zu kommen. Ist ja auch immer ganz cool, wenn wir so am Betriebshof beginnen. Mache ich ja auch immer mal ab und zu. Immer halt, wenn es passt, wenn wir nicht allzu lange dann zu fahren haben. Genau, ihr seht jetzt, die 4124 würde jetzt hier links fahren. Wir werden später dann rechts hier lang fahren. Das heißt, das Stück sind wir jetzt schon mal gefahren, dass wir später nochmal fahren werden. Aber hier werden wir dann nicht nochmal lang fahren. So, Straße sieht frei aus. Wunderbar, bis jetzt klappt es hier auch schon mal ganz gut mit der Gangschaltung hier mit dem Fahren. Dann gucken wir mal, da ich es heute möglichst gut hinbekomme. So, können ruhig hier im vierten Gang in der Ortschaft fahren. Wir haben nämlich ein Sechsganggetriebe. Ja, nehmen wir ruhig den vierten Gang. So, hier 30 in der Kurve, etwas langsamer. Und hier müssen wir gleich wieder links. Da vorne, genau, brauchen wir gar nicht so viel mehr zu beschleunigen. Blinker ist gesetzt. Da steht es auch zum Bahnhof, genau, da wollen wir ja runter. Da müssen wir erstmal hier das Kind drüber lassen natürlich. Und dann können wir runterfahren, wir sind ja auch gar nicht in Eile. Wir können ganz locker entspannt jetzt hier runter rollen sozusagen. Wir brauchen gerade gar kein Gas zu geben. Genau. Und wir spielen heute hier im Jahr 1995, also die Map, die hat so einen Simulationszeitraum. Das steht auch dann, wenn ihr halt das Datum bei der Map auswählt, zu dem ihr spielen wollt. Da steht irgendwann Simulationszeit zu Ende. Also die Map spielt von 1886, glaube ich, bis 1996, irgendwo in dem Dreh. Ganz genau weiß ich nicht, aber ich glaube, irgendwo in dem Dreh spielt es. Also spätestens Simulationsende ist irgendwann 1986 und irgendwann 1986, glaube ich, fängt es an und dann für 10 Jahre gibt es dann hier Simulationszeitraum sozusagen, wo verschiedene Ereignisse auch sind. Und so weiter und so fort, wo ihr dann verschiedene, auch mal Sonderlinien oder sowas fahren könnt. Also auf jeden Fall richtig cool, aber da komme ich später nochmal drauf zu sprechen. So, wir legen mal einen Leerlauf ein, hier stehen wir noch ein bisschen länger, Haltestellenbremse gesetzt und Tür öffnen. So, kommen Sie rein, die Damen und Herren, ja, kommen Sie rein. Wie lange brauchen Sie denn? So, guten Tag, guten Abend. Ich mache das jetzt mal hier über die Tastenkombination mit dem Fahrschein. Danke. Bitteschön. Hallo. Guten Tag, hallo. Guten Abend. So, wir haben ja noch 15 Minuten Zeit. Ja, aber auf jeden Fall schon mal ganz cool, jetzt hier dieses kurze Stück jetzt vom Betriebshof aus zu fahren. Gut, wir hätten ja schon, ja gut, man hätte auch da irgendwie rüberfahren können, hier rückwärts dran setzen. Aber wir waren jetzt nicht so in Eile, da kommt auch ein Kollege mit dem O307, ist auch der KI-Bus, der hier, glaube ich, fährt. Ich weiß gar nicht, ob der O407 eventuell auch noch fährt. Genau, und der fährt die 4124 nach Edbruck, also der ist jetzt hier an der Endhaltestelle sozusagen angekommen. Denke ich mal. Dann können wir für den Kollegen noch ein Stück vorfahren, wobei der hat die Tür schon aufgemacht, ne? Wenn man hier jetzt steigt 1B hätte, müsste man jetzt hier auf der Straße halten, irgendwo hier vorne dann, aber haben wir ja nicht. So, dann stellen wir die Zeit ein bisschen vor. Wir haben ja Abfahrt 18.24 Uhr, machen wir 18.23 Uhr und machen wir genau 18.23 Uhr. Genau, jetzt, wobei hält es nur 3 Minuten? Warte mal. Oh, steht hier schon... Ah, hier ist schon eine ganz andere Haltestelle jetzt oben eingespeichert, weil wir schon den kleinen Teil da schon gefahren sind. Gut,
Genau, weil wir schon am Rathaus und so schon vorbeigefahren sind, wäre das nächste jetzt Weststaffel. Gut, dann müssen wir gucken, dass wir trotzdem 18.24 Uhr dann hier planmäßig losfahren, dass wir überall anders passend ankommen. So, hier kommen jetzt keine Fahrgäste mehr, der Kollege ist jetzt auch weg. Wollen wir Licht anmachen? Aber wir könnten eigentlich ruhig mit Licht fahren. Stört ja nicht, wir fahren jetzt eh gegen Abend, wobei es wird heute nicht dunkel werden oder dämmern jetzt in der Zeit, aber... Ja, wir könnten eigentlich ruhig mal Licht anmachen. Genau, ich freue mich auf jeden Fall schon sehr über die Überlandfahrt heute, Überland-Buslinienfahrt heute. Ist ja schon ein bisschen länger her, seitdem wir mal so eine reine Überland-Buslinie gefahren sind und ich finde es ja immer ganz cool, so Überland mal zu fahren. Genau, und haben wir heute auch einen passenden Bus, den O300, die 300er-Variante sozusagen, O300, in dem Fall O307 als Überlandbus, und O305 ist ja die Stadtbus-Variante. Genau, der ist, glaube ich, einfach ein bisschen höher, ich weiß nicht, ob der größere Räder noch hat oder irgendwie sowas. Halt, der ist einfach für Überlandstrecken halt ausgelegt, wohingegen der O305 halt für Stadtstrecken ausgelegt ist. So, Haltestellenbremse ist nicht noch gelegt, jetzt ist sie gelöst. Und dann würde ich sagen, los geht's. So, genau, dann probiere ich jetzt mal möglichst schön mit dem Getriebe hier zu arbeiten, mit der Gangschaltung. Immer schön halt erstmal Gas wegnehmen, dann kuppeln, Gang rein und dann wieder Kupplung kommen lassen und nächster Gang. So, und das auch schon hier mal beim Anhalten und Anfahren. Wobei ich es im ersten Gang nicht so einfach finde, hier in OMSI 2, ohne so diesen kleinen Sprung, den ihr jetzt immer am Anfang halt merkt, ohne den anzufahren. So, aber ich glaube, man merkt immer, wenn man schon ein bisschen öfter so mit Gangschaltung und so fährt, dass es immer besser wird. So, wartet hier jemand? Vorhin war doch noch jemand hier, oder? Die sind mit einem Kollegen mitgefahren. Okay, dann können wir weiterfahren. So. Gucken wir, Straße ist frei, wunderbar. Und einmal rum. Genau, ich muss echt mal probieren, so wirklich schön früh, also schön vom Gas weg. Und dann erst Kupplung. Erst wenn das Gas komplett weg ist, Kupplung treten. Genau, jetzt haben wir Edbruck verlassen. Wobei, jetzt kommt nochmal Edbruck West Staffel. Ich glaube, wir fahren nochmal gleich wieder durch Edbruck durch. Für ein kurzes Stück jetzt hier woanders entlang. So, geht auch durch den Tunnel. Hier auf der Map findet ihr auch mehrere Tunnel. Also ich habe mir die Map schon mal so ein bisschen angeschaut und schon mal ein bisschen drüber gefahren. Ich glaube nämlich, wir kommen jetzt nochmal ein kleines Stück von Edbruck wieder. Und beim Tunnel finde ich es richtig cool. Hier sieht man zwar immer diese schwarzen Dinger da. Aber die stören mich überhaupt nicht eigentlich so, weil ich finde, es ist richtig gut gemacht, um das so darzustellen, dass es so richtig dunkel in dem Tunnel eigentlich ist. Da stand nämlich auch, ich weiß nicht, ob es in dem Handbuch steht oder im Beitrag im OMSI-Forum von der Map, dass der Entwickler das so probiert hat, möglichst so zu machen, dass in den Tunnel auch mal so aussieht, als ob es wirklich so dunkel wäre. So. Und dadurch ist es eigentlich ganz gut möglich geworden, finde ich. Sieht wirklich schon so ein bisschen dunkler jetzt hier im Tunnel aus. So, genau, jetzt kommen wir gegen das Tunnelende, ist natürlich wieder heller. So, und wir fahren heute auch noch durch mehrere Tunnel, glaube ich, durch. So, sind wir wieder in Edbruck. So. Halten ruhig mal an. So, hier müssen wir ein bisschen weiter vorfahren, um nicht das Schild da mitzunehmen. Fahrgäste kommen. Ja, ja, ich muss halt jetzt hier so fahren, geht halt nicht anders. So, bleiben wir hier so stehen. Und ich will ja keine aussteigen können, die Tür hinten zulassen. Passt noch nicht. Jetzt. So, steigen Sie ein, die Damen. Hallo. Hallo, guten Tag, guten Abend. Ein Fahrschein für dich. Bitteschön. Dankeschön. Und dein Rückgeld, nimm Platz. So. Und ja, fahren wir weiter. Es ist zwar nur 0,5 Minuten Verfügung jetzt noch, aber kein Problem, fahren wir weiter. So. Aber ich will es nochmal kurz probieren, jetzt beim Anfahren. Wenn wir mal gucken, also. Wir haben kurz Zeit, also, wobei auch nicht viel. So, erster Gang. Und jetzt, wenn ich jetzt Gas gebe, seht ihr immer, kommt dieses kurzes Hoppen. Da, also man kann ja hier nicht, also beim Anfahren, probiere ich, wenn ich, sobald ich die Tabulator-Taste loslasse, mit der ich ja die Kupplung betätige, probiere ich dann sofort, also drücke ich eigentlich sofort das Gas geben. Deswegen kommt dieser kleine Hopser da, glaube ich. Also man kann es halt nicht anders hier besser genauer abstimmen, wenn man halt eine Tastatur so fährt. Mit der Kupplung und Gas und so weiter, das kann man halt dann nicht anders abstimmen. Aber macht ja nichts. So, wir sind außerhalb der Ortschaften, können also schneller als 50 fahren. Maximal 100, wobei so viel schafft der Bus eh nicht. So, fünfter Gang, sechster Gang können wir auch gleich noch sogar schalten. Wobei, nächste Haltestelle ist Edbruck Industrie. Gucken, wann die kommt. So. Na, da vorne haben wir schon wieder, ich glaube, wir sind wieder in Edbruck, ne? Genau, hier sozusagen mehrere Ortschaften, kleinere Ortschaften aufgeteilt. Und da ist schon die Haltestelle. Scheiße. Ein bisschen stärker gerade bremsen. So. Ich will keine aussteigen, brauche die Tür wieder nicht hinten aufzumachen. Oh, wir sind sogar richtig früh dran. Guten Abend. So. Warte, muss das Geld wegnehmen. So. Ein Fahrschein, bitte. Ein Fahrschein, kein Problem.
bitteschön. Ich weiß halt nicht, wie man diese Fahrscheinmaschine hier bedient. Das habe ich mir jetzt nicht so genau angeschaut. Ich weiß höchstens, man muss das hier machen, wahrscheinlich, um den Fahrschein anzunehmen. Aber wobei, man kann hier wahrscheinlich irgendwie so draufdrücken, ne? Und dann? So? Ah, und dann kommt der Fahrschein raus und ich weiß halt nicht, was welcher Fahrschein ist. Wo ich hier genau draufdrücken musste, was für ein Fahrschein. Das ist hier 1. Wir können es einfach später mal ausprobieren, wenn Leute Fahrscheine wollen. Und dann gucken, dass wir es irgendwie passend machen. So, Temperatur im Bus wird ein bisschen höher. Also steigt ein bisschen an. Wir können ja vielleicht mal hier die Dachfenster aufmachen. Ist auch sehr cool bei dem Bus. Einfach hier so Linksklick drauf. Dann ruhig die mal so komplett auf. So, noch warten ein paar Autos hinter uns. Machen wir uns mal wieder auf den Weg. Kommt jetzt auch keiner mehr. Genau, also. Erster Gang. Haltestellenbremse lösen, Blinker links und weiter geht's. Boah, was? Lass mich raus, das geht aber gar nicht. Oh, wir sind gerade an dem Schild hängen geblieben. Na gut, wenn wir noch halt an der Haltestelle stehen, wenn die unbedingt raus wollen, sollen sie halt raus. So, der Herr ist raus. Muss ich mal gucken, dass ich jetzt natürlich sofort ausgegangen. So, nochmal. Bisschen mehr links rüber. Voll an dem Straßenschild hängen geblieben. So, jetzt weiter geht's.